Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Sächsische Chipindustrie stockt Jobs auf. Egal ob Smartphone oder Auto, ohne Mikrochips geht heute bei vielen Produkten nichts mehr. Sachsen ist einer der größten Mikroelektronikstandorte Europas. Und die Branche schafft Jobs für immer mehr Menschen. Seit 2012 ist die Zahl der Arbeitsplätze kontinuierlich gestiegen, sagt Robert Weichert vom Branchenverband Silicon Saxony. Nach den aktuellsten Zahlen von 2016 arbeiteten laut Weichert rund 26.000 Beschäftigte in der Halbleiterindustrie. 2012 waren es rund 21.000. Angeblich 3 neue OLED-iPhones in der Pipeline. Neue Apple-Smartphones könnten bereits im kommenden Jahr nur noch mit OLED-Technik ausgeliefert werden. Davon gehen Quellen aus der Lieferkette des Konzerns in Asien aus. Aktuell bietet das Unternehmen nur ein OLED-Modell an, das bis zu 1.320 Euro teure iPhone 10. Alle anderen Geräte verfügen noch über LCD-Bildschirme, wie sie Apple seit vielen Jahren einsetzt. Erpresser hacken 2 kanadische Banken. Erpresser sind in die IT-Systeme von 2 der 5 großen Banken Kanadas eingedrungen. Die Verbrecher verlangten am Sonntag jeweils 1 Million $, andernfalls würden sie die Kundendaten verkaufen. Sicherheitsforscher vermuten, dass die Erpresser über einen Spear-Phishing-Angriff in die Bankensysteme eingedrungen sind. Dabei wird keine technische Schwachstelle ausgenutzt, sondern eine menschliche. Unter einem Vorwand locken die Angreifer Mitarbeitern deren Zugangsdaten heraus. Soweit bekannt, sind die beiden Banken der Forderung der Erpresser nicht nachgekommen. Teslas Model 3 kommt 2019 nach Europa. Tesla will sein jüngstes Elektroauto Model 3 im kommenden Jahr nach Europa bringen. Das kündigte Unternehmenschef Elon Musk auf Twitter an. Das Elektroauto ist bisher nur in den USA und Kanada erhältlich. Tesla bewirbt das Model 3 auf seiner Website für $35.000, obwohl es in den bislang erhältlichen Versionen erheblich mehr kostet. Bis das Basismodell zum niedrigeren Preis kommt, wird es noch dauern. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.